Und wir sind zurück nach ein paar echt nicen Leveln. Im letzten Part von Super Mario Maker 2 Story Mode sind wir jetzt wieder hier und müssen wieder Geld sammeln. Dann wollen wir mal Aufträge zu vergeben. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Mit dem Schlangenblock von A nach B, dann versuchen wir es mal. Ich habe eine Teststrecke für Schlangenblöcke gebaut. Damit werde ich diesen ewig gestrigen zeigen, die immer noch behaupten, Schlangenblöcke wären gemeingefährlich oder unerträglich langsam. Pah! Schlangenblöcke sind das öffentliche Verkehrsmittel der Zukunft. Schlangenblock-Freundin. Na dann, Start. Pass auf dich auf! Let's go! Schlangenblöcke sind aber leider unerträglich langsam. Das ist genauso, als würde man auf einer Rolltreppe stehen. So, warten. So, perfekt. Schlangenblöcke sind echt das Nervigste. Oha! Lieber die 10 Münzen, Alter, als die da. Aber ja, das Level war okay. Und damit ist der Ostflügel erstes Obergeschoss fertig. So, aber wir müssen noch weiter Aufträge machen, weil ich möchte gerne das erste Obergeschoss im Schloss anfangen. Schalten und walten. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Gehirntraining. Wird unser Kandidat die einen Ausschalter im richtigen Moment auslösen, um alle rosa Münzen zu erhaschen? Es erwartet ihn ein großzügiges Preisgeld. Bleiben Sie dran, denn jetzt heißt es Schalten und walten. Ansagerstimme, okay. Pass auf dich auf! Let's go! So, dann gucken wir mal. Na, scheiße. Nein. Ah, das ist ein bisschen schwieriger. Ah, verdammt. Oh Mist. Das ist ja ätzend. Ja, nice. Wir haben sie. Das war rote Münze Nummer 1. Ach komm. So, das war Nummer 2. So, mal gucken, was das jetzt wird. Das war Nummer 3. Das war ja sehr easy. Da hatten wir überhaupt keine Schwierigkeiten. So, dann geht's gleich in den nächsten rein. Nein! Nein! Oh Mann, ich verkack's jetzt hier wieder schon wieder. Na geht doch. So, Nummer 4. Und nur noch Nummer 5.
Oh, scheiße. Okay. Oh, kacke. Ja, das wird schwer. Das wird super krass. Oh, fuck. Aber wir haben es geschafft, tatsächlich in einem Ruck. Sehr geil. So, schalten und walten dürften wir damit geschafft haben. Muss ja schon sagen, war ein kniffliges Level. So, wie viel haben wir gekriegt? Wir müssten noch eine Quest, um 150 Münzen zu sammeln. Dann können wir weiterbauen. Aufträge, Aufträge zu vergeben. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Flucht vor dem Faulpilz. Ich koche gern mit Superpilzen, aber letztens habe ich einen nach dem Einkaufen im Auto vergessen. Jetzt ist er zum Faulpilz geworden. Und er hat es auf mich abgesehen. Kannst du ihn so weit von mir weglocken wie möglich? Na klar. Viel Spaß da draußen. Er sagt Spaß, Alter, Spaß. Von einem Faulpilz wegrennen ist also Spaß. Sehr geil. Oh Gott, dieser dreckige, Alter. Ah, geh weg. Dieser Dreckige will mich wirklich umbringen. Oh. Oh, Kacke. Geh weg, Alter. Nein! Oh, ich hasse diesen Faulpilz. Und jetzt dürfen wir das ganze Kacklevel nochmal machen. Leider Gottes. Oh, geh weg, Alter. Nein, Mario, kletter da hoch. Oh, komm. Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Yes, lass mich in Ruhe, Alter. Ich will auf jeden Fall die 10 Münzen haben. Okay. Scheiß drauf. Oh. Natürlich bin ich eben gerade wieder kurz vorm Ende verreckt, ne? Wir können endlich das Schloss weiterbauen. Damit wäre der Ostflügel bis zum ersten Obergeschoss hochgezogen. Diese Eleganz. Für mich ist das, als würde ich in einen Spiegel blicken. Ja, also nee, so hübsch bist du nicht. Wo soll es weitergehen? Hauptgebäude, zweites Obergeschoss. Kann der Bau beginnen? Ja.
Alles klar, an die Arbeit, Leute. Die Bauarbeiten am zweiten Obergeschoss des Hauptgebäudes haben begonnen. Erfüll du einfach weiter deine Aufträge und schaff das Geld ran. Dann soll es an uns nicht scheitern. Sieh dir mal die neuen Aufträge an. So, wie viele Aufträge? Wir haben schon 9 Seiten voller Aufträge, Alter. Aber einige davon auch schon geschafft. So, Forstflussflut. Hehehe. Mit einem Zauber habe ich dafür gesorgt, dass der Fluss im Wald regelmäßig über die Ufer tritt. Die Cheep-Cheeps scheinen begeistert zu sein. So vergnügt hüpfen sie herum. Nur ob jetzt jemand ohne Kiem noch das Ziel erreichen kann? Dann zeig ihm mal, wo der Hammer hängt. Ich werde es versuchen, Toad. Ich werde es versuchen. Aber versprechen kann ich nichts. Wir müssen erstmal schauen. Gucken wir mal. Los geht's. Ah, Yoshi. So, tschüss, Cheep Cheep, das war's dann wohl. So, komm, drück, 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 drück. So, nice. Oh nein! Danke. Ein neuer Yoshi. Sehr cool. So, geschafft. Scheiß drauf. Sehr geil. Das haben wir gut hinbekommen. So, wir kriegen 139 Münzen. Das war... okay. Zu 40% ist das Schloss schon fertiggestellt. Aufträge, Aufträge zu vergeben. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ranken in dünner Luft. Ich habe ein himmlisches Level voller Ranken gebaut. Wer wissen will, was ganz oben wartet, der muss eine ganze Weile klettern. Hättest du Lust darauf, Jüngelchen? Na, aber natürlich. Viel Spaß da draußen. Mario Jüngelchen zu nennen ist auch schon wieder so eine Sache, ne? So, dann gucken wir mal. Ich will auf jeden Fall diesen übergeilen Pilz haben. So. Ich muss aber vorsichtig sein, ich möchte ihn natürlich nicht so schnell wieder verlieren. Eine Feuerblume, nice, sehr cool. Ja, das war's mit der Feuerblume, schon klar. Und das war's auch hiermit schon. Den Pilz nehme ich mir mit, Alter. Cheep Cheep! Lakitus Wolke, geil! Du bist ein Spaß, Lakitu, Alter. Ja! Ist klar, Diggi! Och, komm!
Oh Gott, geh weg, Alter. So, Lakitus Wolke habe ich. So, zweite Wolke. Genau, jetzt wirft der Kettenhunde ab, Alter. Läuft bei dir, Kumpel. Du bist ja richtig krass drauf. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Na, schade. Hat nicht ganz gereicht, aber egal. War ein angenehmes Level, außer der eine Fail natürlich, wie immer. Ich fail irgendwie in jedem Part. Sehr nice. So, weiter geht's. Aufträge, Aufträge zu vergeben. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Goomba Rohrpost. Ich liebe Goombas, deshalb habe ich jetzt ein kleines Häuschen gebaut, wo man ihnen zusehen kann, wie sie durch die Glasröhren rutschen. Wer will ihnen Gesellschaft leisten? Eigentlich wären die süßen Goombas Lohn genug, aber ich lege sogar noch ein paar Münzen drauf. Ja, ich. Viel Erfolg! Wird Zeit, dass wir ein paar Goombas zerstampfen. Oder sie zerstampfen uns. Kommt ganz drauf an, wir gucken mal. Ah, von da oben muss man da runterfallen, alles klar. So, erster Goomba ist tot. Ja, da hast du gedacht, ne? So, die 10 Münzen gönne ich mir natürlich safe. Zwei rote Münzen fehlen uns noch. Oh fuck. Da ist eine. Und das war schon mal der falsche Weg. Tja, du liebst Goombas und ich töte deine geliebten Goombas alle. Eine rote Münze fehlt uns noch und die finden wir easy. Oh Gott. Danke. Da ist sie. Hinter dir, Kumpel. Ich weiß zum Glück, wie wir zur Tür kommen. Den Weg habe ich mir gemerkt. So, sehr geil. Haben wir das Level damit schon geschafft? Anscheinend. So, perfekt. Ist ein schöner Abschluss für diesen Part. So. Oh, nee, noch haben wir das Hauptgebäude. Die dritte Stufe ist durch. So, aber dann würde ich mich sagen, ich beende hier den Part. Wir werden uns im nächsten Part von Super Mario Maker 2 Story Mode wiedersehen. Bis dann. Vielen Dank für das Zuschauen bei diesem Part von Super Mario Maker 2. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch spielen soll. Wollt ihr noch mehr von Super Mario Maker 2 sehen, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch zwei andere Videos, die euch auch noch gefallen könnten. Wollt ihr nichts mehr von mir verpassen, dann drückt doch auf den Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Tschüss!